Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft The Village. Und heute ist die Damakash dabei. Hallo. Denn sie hat ja ein kleines Vorstellungsgespräch bei mir. Sie möchte sich als meine Sekretärin bewerben. Und ja, ich freue mich, dass sie das Stellenangebot angenommen hat und jetzt heute hier ist. Hallo. Ja, Damakash. Ich freue mich sehr, dass ich zum Vorstellungsgespräch eingeladen worden bin. Ja, es haben sich zwar nicht viele beworben, aber sie haben ja doch dann die besten Qualifikationen, sagen wir es mal so. Sie können bestimmt gut und schnell schreiben und sind auch zuverlässig, was Arbeitszeiten angeht und ja, auf jeden Fall. Was würde denn alles zu meinem Aufgabenbereich dazugehören? Ja, also wir so ein bisschen zusammen planen, so an Gebäude, so die Aufträge dann so ein bisschen auch mit dann, dass die in die Gänge kommen. Ja. Die Bezahlung meiner Leibwache vom Bayerwald, dass sie mich dann mit dran erinnern, dass wir denen dann rechtzeitig bezahlen. Ja. Da muss ich dann mal eine Kasse irgendwo aufstellen, dass man dann, aus der das Geld dann rausgeht. Ja. Für den Bayerwald, der hat nämlich ein, ja, fettes Honorar, sag ich mal so. Dass solche Sachen halt mit geregelt werden, dass die halt laufen. Ja, und die Pressearbeit wahrscheinlich solche Dinge, ne? Ja, doch, das wäre nicht schlecht, genau. Ja, sehr schön. Ja, da würde ich mich sehr freuen. Wenn ich würde dann einen Arbeitsvertrag direkt aufsetzen. Ja, gerne. Ist das denn eine Vollzeitstelle oder eine Teilzeitstelle? Ja, so, das ist so Gleitzeit, also so wie es gerade benötigt ist, würde ich sagen. Ja. Wenn man mehr anfällt, dann vielleicht mal ein paar mehr Überstunden und es gibt dann mal so die ruhigeren politischen Zeiten, wo dann halt weniger anfällt. Ja. Arbeitsvertrag als Sekretärin. Jetzt kommt es immer, wenn man solche Sachen nicht skriptet und dann hier sitzt, was schreibe ich denn? Was habe ich denn bei Bayerwald geschrieben? Was habe ich denn beim... Mit, wo ist mein anderer Arbeitsvertrag? Na... Der Lord Bayerwald hat jetzt die Leibgarde übernommen, sozusagen. Genau. Und der hat ein sehr hohes Honorar. Ich hoffe, dass ich sie günstiger anstellen kann, weil sonst wird das bald. Ja, aber das ist doch Ehrensache, dass jeder seinen Teil. Eigentlich schon, aber er hat darauf bestanden, dass er, wenn er schon mit seinen Dir-Werkzeugen, Waffen, Rüstung kämpft, dass er dann quasi die dann auch wieder reparieren kann durch Dir-Zahlung. Ja, ich verstehe. Ja. Mhm. Arbeitszeit ist nach Bedarf. Bezahlung. Also sagen Sie, also Ehrensache, also keine Bezahlung. Oder Aufwandsentschädigung. Also wenn ich hin und wieder, wenn irgendwelche besonderen Blumen auftauchen oder irgendwelche besonderen Kräuter und Gewächse, dann würde ich die als Bezahlung nehmen. Für meinen Garten. Besondere Zahlungen. Gerne gesehen. Linker Smiley. So. Unterschrift. Arbeitgeber. Arbeitnehmer. So. Dann einmal bitte in der letzten Zeile unterschreiben. Jawohl. Und dann auch, wenn damit einverstanden, signieren. Dann werde ich danach dann eine Kopie davon erstellen. Hinweis, wenn du das Buch signierst, kann es nicht mehr bearbeitet werden. Das ist ja Sinn und Zweck von einem Arbeitsvertrag. Mensch! Ja. Was für ein Zufall, dass das gerade passt. Ach so, das muss ich also signieren mit Damakash dann wahrscheinlich? Ja, der Name steht also, dann da, nenn es ruhig Arbeitsvertrag. Ich nenne es Arbeitsvertrag, genau, das hatte ich auch erst. Okay, Arbeitsvertrag. Oh, wir bekommen Besuch. Endgültig signieren. Ja, ist erledigt. Ich gebe Ihnen den natürlich sofort wieder. Also wirklich, wir sind hier in einem privaten Gespräch, Erskine. So geht das nicht. Arbeitsvertrag, Kopie auf Original. So, dann gibt es einmal die Kopie für Sie. Dankeschön. Original packe ich in die Endertruhe. Da. Muss ich noch den anderen Arbeitsvertrag mal gucken, wo ich den hingeschmissen habe. so geht das nämlich schon gut los. Dann
wenn Sie sowas dann auch verwalten würden. Ja, weil, natürlich. Meine Schusseligkeit ist dann doch irgendwie immer. Das mache ich sehr gerne. Da werde ich mich sehr gerne drum kümmern. Ja. Wo wäre denn dann mein Arbeitsplatz? Ja, das ist eine Sache, die habe ich auch schon überlegt und auch mit meinem Architektendasein hier so ein bisschen durchgesprochen. Ja. Erst dachte ich an einem kleinen Schreibtisch vielleicht hier drinne. Vielleicht wäre das als Zweitschreibtisch auch gar nicht so schlecht, wenn man wirklich mal jemanden braucht, der einfach mit dokumentiert. Ja, als Protokollführer sozusagen, ja, genau. Das ist, ja. Mh. Und ansonsten, da das hier platztechnisch mit der Kuppel und so nicht möglich ist, quasi so ein kleines Durchgangszimmer noch zu bauen, ja. Wäre die Idee gewesen, hier vorne quasi, wo ich schon mal die Wand so ein bisschen wie so einen kleinen Schreibtisch, so ein U-förmiges. Ein Empfangstresen, so ein Empfangstresen sozusagen. Genau. Ja, das ist doch eine sehr gute Idee. Dann kann nämlich auch so wie jetzt gerade mit Erskine, wie man das gesehen hat, das kann dann einfach ja auch nicht mehr passieren. Genau, genau. Weil ja dann niemand mehr einfach so zu Ihnen ins Büro durchgehen kann, ja. Herr Mader. Das, ja. Was ich dann auch, glaube ich, gerne machen würde, dass zumindest die erste Tür aus Metall ist, dass man die dann irgendwie. Ja. Von diesem Tresen dann veröffnen und schließen kann. Ja. Müssen wir mal gucken, ob das platztechnisch dann passt. Mhm. Ich würde sagen, wir gucken mal, Holzschreibtisch wäre, glaube ich, angebracht. Ne? Ja, ich denke, dass das, ja, so dass das hier ja. reinpasst. Genau, also da würde ich auch das Holz nehmen. Hier, ja. Können wir mal gucken, was habe ich denn drinne für den Schreibtisch? Das habe ich habe ich nie genommen. Das ist ein Spruce. Das hier ist. Oh, ja, ich würde jetzt Bruce dann wahrscheinlich auch nehmen, ja, für hier vorne. Ja, das können wir machen, ja. Mhm. Müsste hier gut reinpassen vom, ja. vom Holz. Das hier war doch... Ja, dann passt das ein bisschen. Dann würde ich sagen, ich gehe einmal kurz ins Lager zu meinem Holzfäller. In Hoffnung, nicht geplündert worden zu sein. Ja, hoffentlich nicht, ne? Nicht, dass ich wieder sowas wie mit der Schwarzeiche... Ein paar Steinchen könnte man, glaube ich, noch gebrauchen. Das war ja schon kritisch. Ja, ich würde mich um die wichtigen Dinge wie Blumen und Blumentöpfe kümmern. Ich möchte sowas auf meinem Schreibtisch natürlich gerne haben, wenn ich da... Ja, klingt gut. Kiste kann ich bauen. In der Kiste habe ich noch. Gut. Werkbankkommode könnte ich dann auch bauen. Papier müsste ich irgendwo noch haben. Bücher muss ich demnächst mal neue holen. Ah, hier. Ja. So. Und hat man sich gut eingelebt jetzt mit dem Bürgermeisterleben? Ja, hat man sich schon gut eingelebt, nur das Problem ist halt da so dieses aufständische, was sich halt mehr und mehr bildet, wo ich dann halt immer weniger Vertrauen quasi gegenüber den anderen entwickle, was schon sehr schade ist. Wer macht denn da irgendwelche Aufstände? Wer genau das war, habe ich auch noch nicht so ganz mitbekommen. Ich hoffe, dass nicht der Bayerwald da mit drinne verstrickt ist. Na, das wäre ja fatal, ne? Das wäre also sehr fatal. Wenn er ja eigentlich für den Schutz zuständig ist, dann darf das natürlich nicht sein. Aber im Einstellungsgespräch klang er schon sehr vertrauenswürdig, also dass er möglichst neutral bleiben will. Er kam mir mehr so wie so ein Söldner rüber, dass er, solange ich ihn bezahle, solange schützt er mich, wenn ich ihn nicht mehr zahlen kann, bin ich tot, so nach dem Prinzip. Das ist auch hart, ja gut. Ist auch aber hart, aber ja. Na gut. Ist dann halt, so muss ich mit leben. Er hat nun mal mit ein gutes Equip, was ich auf meiner Seite wissen möchte, für den Fall der Fälle. Von daher bleibt mir da kaum was anderes übrig. Ja, das ist wohl wahr. Ja Mensch, das ist ja trotzdem. Na, immerhin hat sich doch, also das ging ja aber relativ schnell, es hat sich schnell jemand gefunden, ne, der das übernimmt. Aber vielleicht auch zu schnell, das ist, das ist ach so, na, das könnte natürlich auch sein. Wie ging denn noch ein Blumentopf? Wie kommt man aus diesen Lebenriegeln. Ach, aus den Ziegeln musste man das machen, ja, irgendwie so war das, genau. Okay, ja, da muss Ziegel ich das war das Fachwort, genau, nicht Riegel. Ja, okay. Wie sieht's mit Teppich aus? Brauchen wir irgendwie noch Wolle für Teppich? Ich glaube nicht, oder? Da ist ja eigentlich... Ja, hätte sein können, dass du dann noch eine andere Farbe... Ach nee, das passt schon. Rot und Grün, das muss ja da schon reinpassen. Das, was ich dann... darf man Haustiere mitbringen? War notverzüglich meine Katze. Ich fände das eigentlich schön, wenn die da mitsitzt. Die verscheucht wenigstens die Creeper im Fall der Fälle. Ja, das ist wohl wahr. Hier unten noch irgendwie was drin? Oh, wir müssen mal dringend bei der Kakteenfarm ausstellen. Die Kiste hier unten ist schon voll. Ja. Oh, ja, das kommt, weil man das so selten braucht. Das ist, glaube ich, so, dass man braucht es halt einfach echt nicht oft.
Ja, nur zum Kaktusgrün herstellen im Grunde. Früher hat man es ja wenigstens für Mobfarmen noch benutzt. Da hat man die dann immer dagegen getrieben oder gegen laufen lassen. Aber das macht man ja auch schon lange nicht mehr. Nahrung, Nahrung. Haben wir irgendwo Lehmziegel oder steht hier irgendwo ein Ofen oder ist das jetzt alles verräumt worden? Ach, das ist ja Also verrückt. das Rohlehm, was man noch brennen kann, ist im Dachgeschoss vom Lager noch. Ja. Öfen im Kontor. Dann gucke ich mal im Und da ist Kontor, auch ein warte Schalter, mal. wenn man den umlegt, wird es nicht wegsortiert, dann kommt es direkt da eine Kiste am Ofen. Dann kann Ja, man das gut. auch weiter verarbeiten. Okay. Ja, vielleicht das hin. So, dann husche ich da mal runter hier. Eine Kiste sollte Ja, das sieht doch reichen. sehr, sehr schön aus. Guck mal. Bitte einmal drücken. Ofen backt Ja, etwas. manchmal Okay. backt der rum, weil da ein Timer dran hängt. Ja, okay. Meistens backt er nicht, das ist halt dieser Redstone-Bug durch die Ach, der ist Chunks, die schon halt immer außen gebrannt, wieder der angehen. blöde Ton. Ach, das ist doch zum Mäusemelken. Wo haben wir Ton? Was sagtest du? Wo ist welcher? Im Lager im Dachgeschoss. N Also im. nicht im Kontor, im Lager, Sondern ne? im Lager. Ach so. Ach, das ist alles noch etwas verwurschtelt, ja. Ja. Das kommt auch, weil solche Sachen Die braucht man nie. automatisch einsortieren zu lassen, ist auch relativ Schwachsinn. Ne. Weil so viel hast du davon eh nie, weißt? Also den Stack, den man dann hat, oder selbst wenn du fünf Ne. Stacks hast, weißt, die kannst du auch selber in eine Kiste packen. Das ist ja. Ja, wir müssen unbedingt mal die zweite Ebene vom Kontor fertig bauen. Dann, dass wir da vielleicht so ein paar Lehmsachen oder Wollsachen wegsortieren können. Und dann na, halt einen Überfluss, wo dann halt der Rest reinkommt, Ja, komplett ja, dann. ja. Oder vielleicht noch die Mob-Drops ein bisschen sortieren. Also auf alle Fälle sollten wir gucken, dass wir, weißt du, so einen Ofen oder so, dass du einfach sowas auch stehen hast. In der Mitte. Weißt, sonst musst du immer so blöd hin und her laufen. Ja, weiß nicht, hast du keinen in deinem Privathaus? Bei mir im Privathaus steht einer mit Kohle. Ja, aber wenn ich so wie jetzt, weißt, wenn du sowas bauen willst und das Lagerhaus wird ja sonst eher eh nicht Na, genutzt. gut. Weißt, und da kann ja ein Ofen stehen, der stört doch dann niemanden. Das ist doch wurscht. Na. So, jetzt aber. Random Stuff. Ja, okay. So. Na, dann brenne. Brenne, Ofen, brenne. So. Ach Mist, ja, jetzt werden die natürlich direkt wegsortiert. Welchen Schalter muss ich denn da Da umlegen? direkt am Ofen. Einmal Links da an dem drücken, Holz. Ofen backt etwas. Der hier Nee, da ist ein wahrscheinlich. Hebel, so ein Hebel. Ein Hebel, ein Hebel, ein Hebel. Ach, da. Schalter unten ins Lager einsortieren. Nee, das Schalter oben in die Ausgabe geben. Okay. Und dann ist da direkt eine Kiste unten, also am Links Ach, da. da. Ja, ich sehe schon. Okay, ja, alles klar. Okay, gut. So, Das ist dann. natürlich jetzt ärgerlich, dass man keine Spruce-Falltüren bauen kann. Aber sieht schon sehr schön aus, der Kontor auch, ne? Das ist schon echt ganz cool. Da hat unser Architekt gute Arbeit geleistet. Ja, das ist wirklich schön geworden. Das sieht ganz cool aus. Sehr schick. So. Ja, daraus geht das wahrscheinlich wieder nicht. Okay. Ich frage, ob das so schön ist oder eher nicht schön ist. Ja. Ach, das sieht echt, ja, das sieht wirklich ganz nett aus hier. Also das ist schon echt cool. Was ist denn das hier? Ebene 2 für noch mehr Items. Das ist Ja, ja da schön, ja. ist noch Das ist noch in Baustelle, Bau. ne? Ja. Ja, das ist ja wurscht. Na, so vielleicht. So. Okay. Ach so, das kann ich ja fertig brennen lassen, das ist ja egal. Ja, Okay. So. muss ja nicht alles raus. Die Kiste kann ja gefüllt werden. Ja, das kann man ja, das kann man dann ja auch wieder rausnehmen, so ist ja nicht. Aber dann kann der Stack schon mal wegbrutzeln da jetzt. Na, ach, ein Amboss fehlt noch. Ach, guck mal, ich kann hier die Wand noch einen aufreißen. So. Da sind ja Bücherregale hinter.
Hier sind keine Bücherregale mehr hinter. Okay. Hier hinter? Luft. Irgendwo eine Spinne gehört. Kann man noch ein Fenster hinsetzen? Ach ja, Fenster ist schön, das stimmt wohl. Magst du Glas irgendwie? Ach nee, warte mal, ich bin ja hier direkt am Lager. Ach, das ist ja, das ist doch nett. Ach, du bist ja auch schon hier. Ja, ja, ich bin schon da. Ich wollte hier. So. Das hier erstmal wieder zumachen. Weil dann könnte man nämlich. So, der Kobbel, dann könnte man hier ein Fenster hinziehen. So. Die wichtigen Dinge. Blumen. Dann krieg ich nochmal Papier mit irgendwie was. Aber Bücher müsste ich mir dann nochmal irgendwie gucken. Die gehen langsam zur Neige bei so viel Post wie immer. Ja klar, natürlich, ja. Das ist wohl wahr. Ach, das Glas ist schon im Hauptlager drüben, ne? Ah, ja, ja ich glaube schon. Mhm. Ich muss mal ein paar Schnelligkeitstränke in der Stadt verteilen. So. Das ist schon echt nervig. Hast du eine Metalltür schon mitgebracht? Nein. Haben wir Metall hier irgendwo? Im neuen Lager. Ich hatte auch irgendwo mal welche. Ach, guck mal. Ach, ne, Netherbrücke, okay. Weißt du, dass wir wegen deiner Tür, dass wir da. Ja, ich hatte können, mal irgendwann oder? Welche irgendwo hingetan. Ja, siehst du, Mensch. Weiß aber nicht, wo. Habe ich die überhaupt gecraftet, die Tür? Habe ich die überhaupt ja eingebaut vor kurzem? Merkwürdig. Aber wie schön du das auch immer aktuell hältst hier mit den Köpfen. Das finde ich ganz toll. Ja, der beim Huti, der hat mich daran erinnert, dass er noch fehlt. Und dann habe ich das sofort natürlich auch gemacht. Ja. Habe ich auch nicht dran gedacht, dass er da noch nicht ist. Du, das ist auch was, ich glaube, das vergisst man dann. Das meint man ja nicht böse, ne? Ja. Aber das vergisst man dann halt. Also das ist, glaube ich, einfach so, ja. Die Pfeile werde ich mir mal einverleihen. So, dann brauche ich noch den Hebel. Was hatte ich gesagt? Was wollte ich holen? Glas. Ja, Glas wolltest du holen. Und Metall für eine Metalltür. So, hier mal Metall. Und eine Redstone-Lampe bräuchte ich noch. Ach so, habe ich den schon? Jetzt okay. Hier. Das wollte ich natürlich nicht. Glas. Okay, wir sind aber tatsächlich für den Part so gut wie fertig. Ich glaube, wir können im nächsten Part weitermachen. Ja, bauen wir im nächsten Part dein Ding ins Weiter und mal gucken, was wir da noch so machen. Ja, genau. Schönes. Ja. Ein Völkchen können wir noch machen. Ja, ein paar, wir können ja auch mal so ein bisschen bequatschen, was wir dann so genau, zukünftig hier planen. Ne? Also jetzt, wo wir ja offiziell einen Bürgermeister haben, kann man natürlich auch so das eine oder andere machen. Ja, mal mit mir arbeiten und nicht gegen mich arbeiten, das ist immer etwas, was man machen kann. Ich habe nie gegen dich gearbeitet. Nee, aber wenn ich Gerüchte höre, andere Leute, gerade Freier Wille, habe ich gehört, verbündet sich mit dem Team Hero. Oh, das ist natürlich schon hart, und deswegen freut es mich sehr zu sehen, dass du jetzt im Team Marder bist. Ja, natürlich, wenn ich hier bei dir angestellt bin, ne, dann bin ich auch loyal. Das ist sehr loyal, das weiß ich natürlich zu schätzen und dementsprechend planen wir sehr loyal in der nächsten Folge. Ja, bis zum nächsten Mal. Bedanke mich sehr fürs Einschalten. Bis dahin, tschüss. Jo, ciao.